Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Kollege Seiper, ich würde mir wünschen, wenn das, was Sie gesagt haben, Herr Seiper, auch der Wirklichkeit entsprechen würde, weil ich habe auch die Hoffnung damit verbunden, dass, wenn wir einen Unterausschuss Medien haben, die Medienpolitik auch eine größere Bedeutung bekommt. Meine Hoffnungen sind nicht so richtig erfüllt worden, muss ich sagen. Denn wenn ich mich recht erinnere, haben wir insgesamt 3 Anträge in diesem Ausschuss bisher beraten. Das war einer zur Medienkompetenz, den wir gerade in der Beratung haben, der von meiner Fraktion kam. Wir haben einen zu DRB Plus gehabt, der von meiner Fraktion kam. Und dann einen gemeinsamen Antrag, den wir mit den Grünen eingereicht haben, der sich über die Uploadfilter, mit den Uploadfiltern insbesondere befasst hat. Mehr ist mir nicht erinnerlich. Mag sein, dass ich was übersehe, aber dass jetzt sozusagen unter Ihrer Verantwortung und dieser Landesregierung und der schwarz-roten Mehrheit die Medienpolitik eine so zentrale Bedeutung bekommen hätte, hat sich nicht realisiert. Herr Dr. Birkner, Herr Emden von der AfD-Fraktion würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, gerne, natürlich. Vielen Dank, Herr Birkner, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte nur kurz fragen, Sie haben gerade Anträge, die behandelt wurden, von Ihrer Partei, von den Grünen erwähnt. Ist Ihnen erinnerlich, dass auch die AfD Anträge gestellt hat, die im Medienausschuss behandelt wurden, weil sie die Medienpolitik betrafen? Nein. Die Antwort lautet nein. Es ist halt, wie es ist. Worum es mir aber eigentlich geht, ist ja die Aussage, dass eben dieses Lob, Medienpolitik hat große Bedeutung, also nicht mit meiner Wahrnehmung übereinstimmt, sondern im Wesentlichen Initiativen, die eben gerade nicht von SPD und CDU kommen, diskutiert werden. Und das setzt sich ja auch insgesamt ein bisschen fort, wenn das so eine große Bedeutung hätte, nur als Anregung, ich weiß, das obliegt natürlich der Landesregierung, wäre es ja auch mal eine Idee, der Herr Ministerpräsident würde sich zur Medienpolitik von sich aus mal in irgendeiner Weise verhalten. Sei es, dass er vielleicht dann doch mal sich in einen Unterausschuss begibt, auch das ist nicht ausgeschlossen, oder aber auch im Plenum mal ein bisschen frühzeitiger erklärt, wie denn die Landesregierung sich etwa zum Medienstaatsvertrag oder anderen Dingen, die wir auf der Staatsvertragsebene diskutieren, wie sich die Landesregierung dazu verhält. Das passiert auch nicht. Also unterm Strich ist diese Erwartung bisher nicht erfüllt worden. Und das verbinde ich gleich mit sozusagen dem nächsten Punkt, der sich auch an den Ministerpräsidenten natürlich richtet, dass ich schon auch erwarte, dass diese Landesregierung mal eine klare Position bezieht, wie sie eigentlich in solche Verhandlungen reingeht. Also wenn es um die Aufgabe und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht, dann vernehme ich im Ausschuss immer nur, naja, wir warten mal ab, wie die anderen sich so positionieren und dann wird auch diese Landesregierung eine Position finden. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn es mal eine klare Erklärung gäbe, was diese Landesregierung will und nicht immer nur taktieren, sondern auch mal eine politische Linie vorgeben, mit die dann auch diskutiert werden kann. Weil dieses wir warten mal ab, was da kommt, macht es natürlich auch kaum möglich, darüber irgendwie eine politische Diskussion zu führen. Zumal wir als FDP da eine klare Positionierung haben, die eben dazu kommt, dass wir grundsätzlich über Aufgabe und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den wir beibehalten wollen, eben eine Diskussion zu führen haben, die aber auch zu einer Reduzierung der Kosten insgesamt führen muss, weil wir schon der Auffassung sind, dass diese Entwicklung, dass immer wieder es zu Kostensteigerung kommt, die dann wiederum von den Nutzerinnen und Nutzern oder den Bürgerinnen und Bürgern zu tragen sind, dass das kein Dauerzustand sein kann. Und da ist die Politik in der Verantwortung, Aufgabe und Struktur und Erwartung an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch wirklich mal selbstständig zu definieren und nicht das, wie das die Ministerpräsidenten im letzten Jahr getan haben, den Ball einfach an die Intendanten zu spielen und sagen, sagt uns mal, wie euer Programm aussehen müsst, damit ihr mit dem Geld auskommt, was da zur Verfügung steht und am Ende den Programmauftrag denen überträgt. Das ist nicht fair. Es ist Aufgabe der Politik, das zu entscheiden. Und da erwarte ich auch mal, Herr Weil, von Ihnen eine klare Positionierung, wie denn Ihre Haltung dazu ist. Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit hier, die Sie jetzt gleich haben. Vielen Dank. Applaus